Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr wisst, da kann man auch ein bisschen sehen, da sind Brombeeren, oder standen zumindest welche. Ich will jetzt gleich einmal die Schlepper anhängen, einmal hier durchschleppen. Ich weiß nicht, da ist wieder die Sonne. Ja, die würde ich auch mit platt machen, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, erst zu schleppen. Ich probiere das nochmal aus. Ich glaube, drüben hat es ganz gut funktioniert. Deshalb mache ich das hier auch nochmal. Hier steht nicht so viel zum Mulchen. Wir haben es jetzt gleich 11 Uhr, glaube ich. Also werde ich gleich erstmal die Schleppe anpicken. Da ist der Hugo. Ja, kriegst gleich was. Weil ich muss noch die Actioncam holen. Trecker läuft schon ein bisschen warm. Dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Dann schleppe ich erst. Dann kann er noch so ein bisschen warm laufen dabei, sag ich mal so. Oh. Und ja, halt die Hullen will ich so ein bisschen abmulchen, weil alles brauche ich nicht, weil ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Viel ist da nicht drauf, eigentlich nur hier. Dann halt da, ne, wo die Brombeeren waren. Auf der anderen Seite nochmal ein bisschen durchmulchen. Die hinterste Wiese, glaube ich, die lasse ich sogar, das hintere Stück. Ich fahre da vielleicht auch nochmal nur den Zaun nochmal dran ab. Dann ab, dann lang. Die haben mich ganz lieb. Ja, kriegst gleich, Hugo. Ja. Den Weg hier werde ich zwei, glaube ich, oder dreimal dran lang fahren. Mal sehen, wie das so hinkommt. Hier, da hinten ist so ein Haufen, wo ich die Stämme da weggeholt habe und das Buschwerk, sag ich mal so, habe ich da gleich ein bisschen was aufgehäufelt. Deshalb schaffe ich hier auch noch mal eben dran lang. Hier ist auch noch irgendwie so ein Haufen. Dann kann man so schon mal ein bisschen so das. Oder hier ist auch irgendwie ein Erdhaufen. Das sieht aber eher nach. Weiß ich gar nicht, was das an soll. Habe ich das gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ich hoffe, das geht so vom Ton. Wir haben wieder sehr windig hier. Ja, gleich. Ganz schön aggressiv. Ja, dann mache ich hier mal alles so platt. Die Maulwurfshügel, genau, deshalb wollte ich erst mulchen, damit halt die Messer nicht so schnell stumpf wird. Ich hoffe, das passt vom Ton her. Ja, wie gesagt, einmal hier durchschleppen. Was wir hier mitmachen, weiß ich auch noch nicht. Denk mal zum Winter hin. Mal sehen, ob ich das. Mache ich das jetzt noch? Heute? Heute haben wir das aus Regnen, deshalb mache ich das jetzt. Noch sieht der Höhe ganz gut aus. Jetzt geht's sogar noch. Und es wird, glaube ich, windig. Ja, das ist so der Vorhaben so. Da drüben muss ich auch so ein bisschen. Mal sehen, was und wie. Ja. Wie gesagt, ich lasse jetzt mal die Katze rein und hol die Actioncam. Muss dann nochmal eben das Band da von der Schleppe da abmachen. Also den E-Zaun runter machen, damit ich da gleich rankomme. Und ja, wie gesagt, ich hol mal eben die Actioncam und dann geht's los.
Hintergrund sehen kann. Der Himmel wird dunkel. Rechtshänder geschafft. So. Ja, wie ihr gesehen habt, das geht ganz gut damit. Ja, ein paar lange Dinger bleiben noch stehen. Ist halt so. Hier auch alles weggemulcht. Also das habe ich gemulcht. Habe ich da hinten die eine Ecke dann nochmal gemulcht gehabt. Eben. Ja, da zum Durchgang habe ich gemulcht. Wie man das? Ja, da hinten habe ich gemulcht. Aber wie gesagt, hier hat mich sehr erstaunt. Bin jetzt hier auch nicht ganz rangefahren. Da ist noch was. Das war mir einfach zu dicht. Ich hätte auch die Tonne wegnehmen können. Die Action Cam, die habe ich noch da hinten drin. Beim Trigger, weil da hatte ich auch noch was gefilmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit reinnehmen, ob das gut ist oder nicht. Weiß ich nicht. Weil habe ich kaputt gemacht. Das, wie gesagt, das Dauer. Muss ich mal eben gucken, wie ich das mache. Ja, weiß ich auch nicht. Oder mit einem Motorsensor einmal abmachen und dann weg. So, hier habe ich aber komplett gemulcht. Außer die Ecken, da bin ich jetzt nicht reingefahren. Das ist auch immer doof, da reinzufahren. Nochmal rückwärts reinfahren, dann ablassen und dann für 3 Meter, oder was das überhaupt sind, weiß ich nicht. 2x2 Meter, 4 Meter oder sowas. Wenn überhaupt. Also 4 Quadratmeter. Und das kann man dann später auch, noch eine kleine, so mit einem Weg, das könnt ihr auch mit einem Freischneider abschneiden. Ja, ich habe das da im Zaun reingeworfen, oder an Zaun reingeworfen. So, den nehmen wir mit. So, ja, das soll es auch gewesen sein. Zwischendurch war ich nochmal im Tanken, weil die Tankanzeige, ja, traue ich nicht ganz so. Aber er hat nicht alles ab, sehe ich gerade. Aber die langen, die hier sind, hat er zwar nicht klein gemacht, aber ab. So. Ich wollte eigentlich mich verabschieden. Das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Lasst doch mal einen Daumen da. Auch ein Abo teilen gerne. Damit könnt ihr mich am besten unterstützen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.